beiden Seiten verfahren, wenig Kombinationen. Also ich sag mal unteres Bezirksliganiveau. Ne? Ärgerlich ist nur, dass Neuland in zwei Situationen gut durch das Zentrum durchläuft und dann im Rückraum halt zwei klare Tore erzielt und wir da einfach im Zentrum zu naiv sind. Also Sechser, Achter, völlig geschlafen und dann verliert man halt. In der ersten Halbzeit hat man ganz klar gesehen, dass wir das Spiel auch dominiert haben, wir auch die klareren, besseren Chancen hatten. Wir hätten auf jeden Fall 1 oder 2-0 in Führung gehen müssen. Das hätte uns dann eben halt auch ein bisschen Sicherheit gebracht. Ich denke aber ganz einfach mal, wir haben uns das dann ein bisschen schwerer gemacht und haben gesagt, dann müssen wir versuchen, eben halt in der zweiten Halbzeit dort das Tor nachzulegen. Sie haben ja versucht, nach vorne zu spielen, aber das, was halt komplett fehlt, ist da natürlich dann auch das einfache Spiel. Wir haben heute in der ersten Halbzeit schon 10 Ballverluste, wo Einzelspieler den Ball nehmen, in 3 Leute hineinrennen, ihn verlieren und dann stehen bleiben. So, angesprochen in der Halbzeit, bitte einfaches Spiel, 2 Kontakte, schnell durchlaufen, zweite Halbzeit die gleichen Aktionen. Wenn wir im Zentrum den Ball annehmen, uns aufdrehen und glauben, wir können noch 10 Meter mit dem Ball rennen, ohne dass in der Bezirksliga irgendwann Gegnerdruck herrscht, dann ist es einfach zu naiv.